Ich hoffe, dass ich der Gewinnerin vom Mercedes-Benz-Gewinnspiel eine Riesenfreude mit den Fotos machen kann. Ja, also ich bin heute Morgen von Köln losgefahren, habe das hier auch gut gefunden. Dann haben wir uns begrüßt, sehr herzlich. Hallo, hallo Regine Häuser, Judith hallo Hecker. Können wir hallo. Du sagen? Gerne. Super. Regine Häuser war mir schon bekannt und dann habe ich sonntagsabends auf der Couch gesessen und habe einfach überlegt, mal mitzumachen, eine E-Mail abzuschicken. Und dann habe ich ja tatsächlich gewonnen. So, das ist also unser Supermodel für heute. Wie heißt sie? Stina. Okay. Hallo Stina. Na Maus? Wir haben extra erstmal im Wald begonnen, damit es für den Hund nicht zu warm wird, weil es ja heute doch sehr warm ist. Haben fast alle Bilder im Schatten aufgenommen. Ist aber auch sehr, sehr schön von der Lichtstimmung. Also besser wäre wahrscheinlich, sie quer zu legen, so wie wir es mit dem Henk gemacht haben. Und dann müssen wir nur sehen, dass halt andersrum, dass halt der Kopf in der Sonne ist. Ne? Also einmal drehen. Genau. Judith hat ja einen schwarzen Hund, hat aber auch ein wenig weißes Brusthaar, so dass das also belichtungsmäßig immer eine sehr große Herausforderung ist, besonders wenn man dann auch den Hund im Schatten fotografieren möchte und dann eben trotzdem noch eine gute Belichtung erreichen muss. Ja. Ich habe ja einen schwarzen Hund, der ist sowieso sehr schwierig zu fotografieren, wenn man es selber versucht. Auch mit dem Handy ein Schnappschuss ist schwierig, also ich bin sehr gespannt auf die Bilder. Kannst du mal versuchen, dass sie nach da schaut? Den Blick noch mal ein bisschen zur Seite ausrichten. So, Porträts haben wir jetzt wirklich viele sehr, sehr gute. Würde ich vorschlagen, machen wir jetzt noch ein bisschen was mit Dynamik. Da hinten ist nämlich eine Wiese, die ist ein bisschen kürzer als hier vorne und da würden sich dann die Laufbilder anbieten. Das war für mich wirklich sehr, sehr einfach heute, weil der Hund ist so gut erzogen und hört sehr gut. Der Vormittag für mich hier war super aufregend, habe ich noch nie gemacht, so ein Fotoshooting. Also auch erst recht nicht mit Hund. Mit den Bildern weiß ich noch nicht genau, was ich mache. Vielleicht hänge ich mir eins an die Wand. Meine Mutter war ganz gespannt drauf, eins zu kriegen vom fälligen Enkelkind. Ich denke, die wird auch eins kriegen für zu Hause. Ich bin mit der Ausbeute sehr, sehr zufrieden. Also ich denke, das wird Judith gefallen, hoffe ich.